Flugzeugträgern. Ich wollte auch nochmal die Hakuro, habe ich jetzt erforscht und wollte mit ihr auch nochmal ins Battle gehen und wollte mal sehen, was der japanische Flugzeugträger der Stufe Tier 10 so mit sich bringt oder ob es da irgendwelche kleineren gibt, die ein bisschen anders sind. Schauen wir uns mal die Module an. Ich habe hier schon einiges ausgebaut. Ich hatte hier die Raketenflieger, sage ich mal, ausgebaut. Die hatten hier 12x6 Raketen an Bord und die neue Version hat 12x8, also ein bisschen mehr. Dann habe ich hier die Torpedobomber ausgebaut mit den Torpedos, die eine höhere Geschwindigkeit haben im Wasser und eine Range von 8 Kilometern. Dann gibt es noch die Möglichkeit 8 Kilometer und 41 Knoten, aber dafür mehr Hitpoints. Habe ich aber die schnellere Variante genommen. Und dann haben wir noch die Bomben mit ausgebaut, die natürlich auch eine höhere Geschwindigkeit haben. 12x1 Bomben, 9600 der Schaden, das nimmt sie nicht hier viel. Das ist immer das Gleiche, hat ein bisschen eine höhere Fluggeschwindigkeit. So, es sind AP-Bomber und hier ist auch AP-Bomber, also AP und AP. Somit habe ich hier wieder Repair Party genommen, einfach mal nur zum Testen. Das habe ich ja in den vorherigen Videos noch nicht geschafft, das mal auszulösen beim Flugzeugträger. Jedenfalls ist es eigentlich gleich strukturiert wie bei der Midway, bloß dass die Sturzkopfbomber hier keine Repair Party mit haben, wo man noch die einzelnen Flugzeuge wieder hochheilen kann, gibt es hier in dem Moment nicht. Das war's auch schon. Kapitän ist 0 und 1. Hier gab es einen Punkt dazu. Also nichts. Eigentlich Stock kann man dazu sagen. Und jedenfalls werden wir mit diesem Flugzeugträger auch nochmal in ein Battle gehen und schauen uns das Ganze mal aus japanischer Sicht an. Bis gleich. Ach, setzen wir mal so einen Kurs. So, natürlich, wie gesagt, willkommen auf japanischer Seite diesmal. Wir starten wieder mit den Raketenfliegern und schauen mal, was wir machen können. Schicken dann, wenn ich das richtig, nochmal die Jäger hier hin. Als erstes Ziel werden wir uns gleich mal die Sao aussuchen. Shima brauchen wir jetzt nicht, ich will die Sao. Ein großer Teil geht daneben. Von hinten anzufliegen. Dann schauen wir mal, was wir da machen können. Jetzt hier kurz hervorgesetzt. Und die Streuung ist genauso. Das meiste geht irgendwie vorbei. Abwehr schädigt uns doch ganz gewaltig. Die sind wir auch schon abgeschossen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass sie sich anders anfühlen als erstes Mal so jetzt. Die Flieger, es fühlt sich gleich an.
Dann werden wir den Yamato nochmal anfliegen. Aber wir... Das Gute, was ich mir auch so, was mir jetzt so auffällt, ist, dass die Torps erst nicht scharf werden und erst wenn sie scharf werden, dann auch sichtbar sind. Das finde ich ganz gut gelöst. So, jetzt fliegen wir sie nochmal von der Seite an. Im spitzen Winkel, dann können wir das ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser sehen. Schmeißen. Aber ich glaube, er kann ausweichen. Oh ja. Er hätte vielleicht da genau. Jetzt sieht man es schön. Jetzt sind sie erst scharf. Also es war genau richtig getimed. Aber leider. Our team has taken the lead. So, dann versuchen wir das Ganze mal mit dem Sturzkampf. Mal sehen, wie sich das anfühlt. Ich habe das Gefühl, das ist mir immer so, dass die ein bisschen enger sind, die Torps der Japaner. Kann aber auch täuschen, dass ich mir das nur ein bisschen einbilde. Also 225, wenn ich W drücke. Ich wollte das jetzt nochmal sehen, ob das ein großer Unterschied ist. Our victory is in sight. So, wenn ich jetzt Boost drücke, ich will das einfach mal sehen, was passiert. Eigentlich nichts. Verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Das ist mir. Das ist mir jetzt nur so aufgefallen. Schön hoch. Ein bisschen lenken. Also wie gesagt, mein Fazit, ich glaube, die Bombe ist von hinten, von vorne, so wie sonst vielleicht auch immer ist, ist das das Beste, auch hier. Ihr seht es, können wir das noch ein bisschen ins Einlenken und zwei Treffer nur.
So, dann werden wir nochmal die Torps schmeißen, ausholen. Okay, ich wollte ein bisschen üben mit den Torps. So, Boost. Die Dive-Bomb ist auch wieder im Deck. Okay, die Schlachtschiffe sind natürlich schöne große Ziele irgendwo. Das darf man auch nicht vergessen. So. Fliegen wir mal frühzeitig an. Knapp am gelben Rand. Das kann täuschen. Ich glaube, die Amis schmeißen genauso ab. Das ist mir mal so aufgefallen. Und dann haben wir eine Haraku. Abschmeißen. Jetzt sehe ich das, die Zeit tickert runter. Gut, dann kümmern wir uns mal um die Booster. Ich glaube, da bist du mit den Rockets ziemlich gut dabei. Einfach mal so, wir müssen doch tatsächlich einen größeren Bogen fliegen, aber es ist halt so gewollt. Aber er wird das nicht schaffen. Also, ich denke mal, mit Rockets machst du halt eben auch die Kreuzer. Kannst du besser die Kreuzer mit angreifen. Und wahrscheinlich auch die Zerstörer. So meine Meinung momentan erstmal. Ich glaube, hier sind gar keine, ist nur noch ein Flugzeugträger, der irgendwo. Autopilot Mode enabled.
das war's auch schon mit einem Kurzausflug mit dem japanischen 10er Flugzeugträger. Muss ich mal so sagen. Es ist nicht schlecht, also es nimmt sich nicht viel, habe ich so das Gefühl. Also das ist halt fast identisch. Ich habe fast das Gefühl, dass die amerikanischen Flugzeuge noch ein bisschen schneller fliegen. Ich habe da jetzt nicht auf die Geschwindigkeit geachtet, die sie bringen. Im Endeffekt ist egal, welchen Flugzeugträger man, glaube ich, jetzt, so wie es jetzt momentan ist, fährt oder steuert, ist das eigentlich total egal, weil im Endeffekt wiederholt sich das Gleiche, ob man einen japanischen hat oder einen amerikanischen Flugzeugträger oder die kommenden, die noch kommen werden. Ich denke mal, so wie es ist, ist halt Action, wie gesagt, Action geladen, wie schon bei der Midway. Und ich denke mal, die sind auf einem guten Weg, dass, wenn das so umgesetzt wird, ist das schon ziemlich nice. Und somit beende ich natürlich hier meine kleine Runde, auch mit dem japanischen, kein gutes, super gutes Gefecht. Ihr seht es. Hier sind auch viele Bots jetzt drin um diese Uhrzeit. Ich habe hier erst bin ich hier gestartet. Und somit beende ich das und sage wieder mal auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Und dann schauen wir uns vielleicht nochmal was anderes an. Je nachdem, ob bis Montag soll es, glaube ich, gehen hier. Und vielleicht schauen wir uns dann auch mal einen Kreuzer an, wie das vom Kreuzer aussieht oder so. Und ach, Ranger wollte ich ja auch noch machen. Also bis dahin, euer The Old Man.